gut beraten, wenn es um die richtige Berufswahl geht, ist man hier in Wels auf der größten Berufsmesse in ganz Österreich. Und damit ein ganz herzliches Willkommen auf der Jugend und Beruf. Wir begrüßen Sie zu einer TV1-Sondersendung aus Wels. 344 Aussteller sind mit dabei, das ist ein neuer Rekord. Und bemerkenswert ist auch, dass es die Messe schon seit 35 Jahren gibt. Marlene, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Das stimmt, aber was ich weiß, sie hat sich seither laufend weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es hier zahlreiche Side-Events. Man kann beispielsweise Bewerbungsfotos machen und nicht selten kommt es vor, dass die Berufsentscheidung noch hier auf der Messe fällt. Das spricht für die Betriebe, die hier vertreten sind. Und damit Sie einen genauen Überblick haben, zeigen wir Ihnen, was die Messe zu bieten hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur größten Berufsinformationsmesse Österreichs. Es sind tausende Menschen heute hier, es sind hunderte Aussteller in den Welser Messehallen und ich freue mich ganz besonders, dass jetzt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich bei uns ist, Doris Hummer. Diese Messe ist Jahr für Jahr ein großer Erfolg und wächst. Wie geht das? Ganz einfach, weil es uns ein Riesenanliegen ist als Wirtschaft, dass wir die jungen Menschen hier begleiten. Bei der wohl wichtigsten Frage neben der Partnerwahl, wo möchte ich denn mal meine berufliche Zukunft finden? Und hier auf der Messe Jugend und Beruf bei 346 Ausstellungen, da kann ich genau diese Zukunft finden. Junge Menschen werden hier an der Hand genommen, im wahrsten Sinn des Wortes, und auch zu den Ständen begleitet und gesagt, ja, schau dir das genauer an, aber die Messe kann noch viel mehr. Vielleicht können Sie uns ein paar Highlights sagen. Also wir haben ja auch ein Side-Programm, das heißt, man kann sich hier einen Talente-Check machen lassen, man kann ein Bewerbungsfoto, ein professionelles mit Schminken und allem Pipapo machen lassen. Man kann zu Vorträgen gehen, wo es darum geht, wirklich auch Stil und Etikette zu lernen oder für die Eltern auch Informationen zu bekommen. Was ist denn die Checkliste, die ich als Mama, als Papa arbeiten soll, damit mein Kind den richtigen Weg geht, die richtige Entscheidung tatsächlich auch treffen kann? Es ist momentan da herum das Angebot so groß wie noch nie. Alle suchen Lehrlinge. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Besucherin, als Besucher daherkommt und bestens vorbereitet ist, was will man anschauen, was will werden. Es gibt die Tests, die Eignungstests, ob es jetzt bei der Kammer der Talentspace, ob die Potenzialanalyse, die viel hilft, ob es die ganzen Berufe, die in die Schulen gehen und dort vorgestellt werden. Und dann gehe ich auf die Messe und dann interessiere ich mich für den Beruf. Und das nächste ist ja die Schnupperlehre, die ich dann absolvieren muss. Ja, zum einen sind es die über 340 verschiedenen Aussteller, die heute da sind, wo man wirklich innerhalb kürzester Zeit einen riesen Einblick bekommt in die Möglichkeiten der Ausbildung und der Berufswege in Oberösterreich. Und unsere Aussteller bemühen sich jedes Jahr wieder, nicht nur zu informieren und zu beraten, sondern vor allem auch die Möglichkeit zu geben, auszuprobieren. Das heißt, es gibt auch viele Probierstationen und natürlich auch die Möglichkeit, sich vielleicht die eine oder andere Schnupperstelle oder den Lehrplatz zu fixieren. Ich glaube, dass das Handwerk wieder goldenen Boden hat. Da kann man kreativ sein, da kann man mit Händen arbeiten, da kann man mit dem Kopf arbeiten. Das gibt unglaublich viele Chancen für junge Menschen. Und auch der Bereich der Gastronomie, Hotellerie wird bei uns in Oberösterreich immer bedeutender. Wir sind jetzt bei unserem Rundgang durch die Jugend- und Berufmesse in Wels beim Stand des Landes Oberösterreich angelangt. Bei mir ist Landesrat Markus Achleitner. Wie viel Zeit, wie viel Hirnschmalz investiert denn das Land Oberösterreich für unsere jungen Menschen, damit auch Sie genau wissen, was Sie werden möchten? Unglaublich viel, darum sind wir so groß vertreten heute. Warum? Wir brauchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt so viele Berufsbilder beim Land Oberösterreich. Wir haben allein in den letzten 20 Jahren über 15.000 Lehrlinge ausgebildet und daher ein großer Stand, dass man sieht, in welchen Bereichen man tätig sein kann. Und der Tipp für die jungen Leute, schaut, was macht euch Freude, was macht Spaß, also was ist was, wo ihr beitragen wollt. Da gibt es beim Land Oberösterreich ganz sicher auch Möglichkeiten, wie bei allen anderen dann natürlich. Und dann kommen wir wieder darauf, dass die jungen Leute das Richtige machen und wir ausreichend gute und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und hier hinter uns drängen sich wirklich hunderte junge Leute durch die Welser Messe. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war unser Rundgang. Danke, Herr Landesrat, auf viele junge Menschen, die genau das machen, was sie gerne tun möchten. Dankeschön. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich sehr genussvolle Ausbildungsmöglichkeiten. Vom Bäcker, Konditor über Handel bis hin zu Gastro und Tourismus. Von süß, resch bis hin zu deftig. Das Arbeiten mit Lebensmitteln ist ein genussvoller Job. Deswegen kommen immer mehr junge Menschen auf den Geschmack, eine Lehre im Lebensmittelgewerbe zu beginnen. Zum Beispiel als Konditor oder Konditorin. Und wir haben das Glück, dass wir die Kundinnen und Kunden immer glücklich machen.
Das Schöne am Beruf ist ja, man kann seine Kreativität ausspielen, man kann einfach was abschmecken, man kann individuell den Kunden die Wünsche erfüllen und wir haben eine tolle Berufsschule im dualen Ausbildungssystem, wo die Lehrlinge ausgebildet werden, das, was sie im Betrieb vielleicht nicht so mitkriegen, in der Schule bestens vorbereitet werden. Ich bin für die Lehre entschieden, weil so viel Abwechslung ist. Wir haben voll viel mit Teig arbeiten, vom Süßen, vom Blunder über zu Brot, über zu Gebäck. Und da siehst du jeden Tag voll verschiedene Sachen, wie man Gebäck herstellt, wie man es formt, was da wichtig ist, wie man es mischen tut und so. Und es ist schon sehr interessant und hast da sehr viel Abwechslung und mit den Händen zum Tun und so. Wir blicken in Richtung Backstube. Hier verbindet sich mittlerweile das traditionelle Handwerk mit der digitalen Zukunft. Ganz neu ist der Lehrberuf Backtechnologin, Backtechnologe. Na, ein Backtechnologe macht einmal grundsätzlich das Gleiche wie ein Bäcker. Also man kann sich auch später erst entscheiden, die ersten 2 Jahre sind gleich. Und dann geht man in die Spezialisierung, Maschinenanlagentechnik, Sauerteigprüfungen, in die Sensorik geht man dann mehr ein bisschen in die Chemie, in die Labortechnik. Also das geht mehr eben in die Technik, wie der Name schon sagt, Backtechnologe, Backtechnologin. Zu den Meistern des deftigen Geschmackes zählen die Fleischerinnen und Fleischer. Ich komme aus einer Lebensmittelfamilie, wir haben so eine Bäckerei und eine Konditorei in der Familie. Und ich wollte immer schon was mit handwerklich tun. Und ja, dann habe ich mir meine Metzgerei angeschaut und das war genau meins. Was richtig cool ist, dass man leider Freude macht, dass du was zum Essen gibst, dass sie sich freuen, wenn du kommst und dass du ihnen was zeigst. Einfach, dass du ihnen was zum Essen gibst. Das macht einfach jeden Metzger glücklich. Aus meiner Sicht haben wir den großen Vorteil, Österreich, speziell auch Oberösterreich, hat ein extrem hohes Niveau in der Fleischerausbildung, da natürlich wir in Österreich ein sehr breites Wurstsortiment haben, lange Tradition in der Herstellung und durch die Kleinstrukturierung auch sehr viele unterschiedliche Produkte haben. Die Lehrdauer beträgt bei all den genannten Berufen 3 Jahre. Danach kann man auch noch die Matura machen. Ein genussvoller Ausbildungsweg mit vielfältigen Karrierechancen. Rund 2300 Lehrlinge absolvieren aktuell ihre Lehre bei Billa, Penny, Pipa, Artec und den Rewe Group Zentralfirmen. Die Rewe Group bietet nicht nur Vielfältigkeit bei der Auswahl des Lehrberufs, sondern nebenbei auch noch stabile und krisensichere Lehrverhältnisse. Wir haben die Schwerpunkte Einzelhandel mit Parfümerie, Lebensmittel, Konditor, Systemgastronomie und auch natürlich Koch und Doppellehre Einzelhandelbüro. Also wir sind da sehr vielfältig aufgestellt. Nach der Lehre sind zahlreiche Weiterbildungen und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Rewe Group möglich. Ja, das leben wir sehr wohl. Also bei uns kann man vom Lehrling bis zum Marktmanager, Shopleiter, alles werden, bis rauf zum Vertriebsdirektor. Also es ist bei uns wirklich alles möglich. Und eines ist gewiss, bei der Rewe Group findet jeder den passenden Job. Ja, wie gesagt, wir bieten wirklich von Regalbetreuung über Kassa, Reinigung, Konditor, Backshop, also alles an. Bei uns findet jeder den richtigen Job und auf das sind wir auch sehr stolz. Und natürlich haben wir auch extrem viele Benefits. Ja. Zu uns gehört Billa-Reisen und das ist auch, man kann bei Reisen sparen. Ja. Und das ist ein großer Punkt, was wir haben. Die Rewe Group ist stets auf der Suche nach neuen, motivierten Mitarbeitern. Begleitet werden diese während ihrer gesamten Ausbildungszeit von einem Lehrlingsbetreuer. Wir haben einen Lehrlingsbetreuer vor Ort in den Bundesländern und deshalb wird es wirklich gut begleitet. Ich bin für die Lehrlinge in Oberösterreich bei der Firma Billa zuständig. Darf gerade im Moment 256 Lehrlinge von Oberösterreich betreuen, auf 160 Filialen aufgeteilt. Einmal im Jahr treffen sich die Lehrlinge im ersten Lehrjahr zum Next Billa Generation Event und es ist wirklich eine richtig coole Veranstaltung mit über 200 Lehrlingen plus ihren Ausbildern. Und dort bekommen sie allen Input, was für die Ausbildung wichtig und zuständig sein soll. Ja. Wer sich für eine Lehre bei der Rewe Group interessiert, bewirbt sich am besten sofort und wird Teil eines großartigen Teams, das genauso vielfältig ist wie die Berufe selbst. Auch Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer freut sich über einen alkoholfreien Cocktail am Stand der Gastronomie und Hotellerie auf der Jugend und Beruf, eine Branche, die eine Vielzahl an tollen Lehrberufen anbietet.
Angefangen vom klassischen Koch, Restaurantfachmann, dann gibt es der Doppellehre Gastronomiefachmann, dann haben wir die Rezeptionsthemen, Hotel- und Gastgewerbeassistent, Hotelkaufmann, Hotel- und Restaurantfachmann, eine neue Doppellehre. Und dahingehend haben wir natürlich Systemgastronomie. Für die klassische Systemgastronomie bieten wir auch an, also eine sehr breite Palette an Möglichkeiten. Oberösterreich ist ein Tourismusland, darum sind die Berufe der Gastro- und Hotelleriebranche äußerst gefragt. Wir reden einmal vom österreichischen Markt, vom europäischen Markt, vom internationalen Markt. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja weltweit gefragt. Es ist ja nicht das Thema, dass wir sagen, wir brauchen sie nur in Österreich, weltweit werden sie gesucht. Und es hat natürlich Zukunft dahingehend, dass Tourismus nicht verlagerbar ist. Das heißt, Tourismus, Gastronomie findet in Österreich statt und bleibt in Österreich. Die Lehrlingsausbildung in Oberösterreich ist bekanntlich eine der besten, man könnte fast sagen weltmeisterlich. Ich habe bei den Landesmeisterschaften mitmachen dürfen, sowohl als auch bei den Staatsmeisterschaften. Habe dort beziehungsweise den dritten Platz und auch die Silbermedaille geholt. Und auf das kann man schon ein bisschen stolz sein, wenn man so sein darf. Ich bin Gastronomiefachfrau und ich mag es, weil ich einfach voll gerne mit Leuten umgehe. Das sehe ich dann im Service. Aber Küche ist trotzdem mein Herz. Also mir taugt das Kochen einfach voll und darum war der Beruf genau das Richtige für mich. Ich habe an sich nach der Matura angefangen. War ein paar Monate so im Betrieb und dann sind wir halt drauf gekommen, warum mache ich nicht eine Lehre, weil es mir voll getaugt hat. Wer Lust hat, gleich zwei Berufe zu erlernen, entscheidet sich am besten für eine Doppellehre. Die Doppellehre hat den Vorteil, dass sie auch für Lehre mit Matura in weiterer Folge auch geeignet ist und natürlich du hast den Vorteil, in zwei Welten die Praxis zu erfahren. Das heißt, das gegenseitige Verständnis, gerade bei Koch und Kellner ist ja das nicht immer der Fall, ist natürlich da ausgeprägter, weil ich beide Situationen kenne. Ich mache die Kombilehre, das heißt Kombilehre zwischen Servieren und Küche, also Service- und Gastronomie-Management und die dauert insgesamt 4 Jahre und jetzt bin ich schon im 4. Jahr angekommen. Der Großteil der Ausbildung findet praxisorientiert im Betrieb statt. 10 Wochen pro Lehrjahr besuchen die Lehrlinge die Berufsschule in Altmünster. Ja, die Lehrlinge kommen mit sehr viel Engagement zu uns an die Schule. Und wir als Lehrkräfte sehen uns natürlich in der Verantwortung, sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich für die Zukunft zu rüsten und zu unterstützen. Informier auch du dich für einen der vielen großartigen Berufe dieser Branche und die Türen in die Welt der Gastronomie und Hotellerie stehen dir offen. Durch die folgenden Berufe bleiben wir unter anderem gesund und fit, behalten den Durchblick und so ganz nebenbei schauen wir, wie man sich heutzutage um die Finanzen anderer kümmert. United Optics ist, wie der Name verrät, ein Zusammenschluss von regionalen Optikern und Hörakustikern. Das heißt, wir haben extrem gute Fachkräfte, haben die ganzen verschiedenen Hersteller, also die ganze Bandbreite von der Optik, Akustik und Linsenbranche. Und trotzdem können wir konkurrenzfähige Preise machen von einer Kette. Und ich finde, dass das eine sehr gute Mischung ist und kommt bei den Leuten recht gut an. Aktuell gibt es in Österreich und Deutschland gesamt 90 Standorte, wobei allein in Österreich über 700 Menschen beschäftigt sind. Davon mehr als 60 Lehrlinge. Man kann den Optikerberuf machen und auch den Hörakustikberuf, man kann aber auch die Doppellehre machen. Also bei uns die meisten Lehrlinge im Unternehmen machen eine Doppellehre, also Optiklehre und Akustiklehre. Das dauert nur ein halbes Jahr länger, insgesamt dann 4 Jahre. Und dann hat man 2 Berufe angeschlossen, die total gefragt sind, in der Medizinbranche sind. Carla ist mittlerweile im 4., also letzten Lehrjahr. Warum hast du dich für die Doppelausbildung entschieden? Also ich bin tatsächlich durch die Berufsmesse auf den Beruf gekommen. Genau, habe mich dann beworben, direkt bei meinem Betrieb, wo ich jetzt arbeite. Und ja, mich hat es einfach voll interessiert, weil ich gerne mit Kunden im Kontakt bin und auch gerne Werkstatt mache. Und das ist halt die perfekte Kombination aus beiden für mich. Auch das Sehtest machen, das lerne ich jetzt gerade, das ist einfach alles sehr interessant für mich. Man sollte eine Freude damit haben, wenn man Menschen helfen kann und dann sieht, dass der glücklich rausgeht aus dem Geschäft und wieder seine Arbeit besser machen kann oder sein Hobby besser ausführen kann durch die Lösung, die du mit ihm entwickelt hast. Auch etwas Fingerspitzengefühl ist hilfreich. Absolut. Also wir machen sehr viel in der Werkstatt. Wir reparieren viele Brillen, wir servicieren sie und da gehört es dazu, dass man geschickt ist. Der Beruf als Augenoptiker oder Hörakustiker ist abwechslungsreich. Es wird einfach nicht langweilig. Man hat jeden Tag mit anderen Kunden zu tun und auch andere Aufgabenbereiche, die was man jeden Tag anders hat. Jährlich werden bei United Optics bis zu 20 neue Lehrlinge aufgenommen. Bewerben kann man sich direkt im eigenen Online-Portal.
Banken und Versicherungen. In Oberösterreich sind etwa 13.000 Landsleute in diesem Bereich beschäftigt. Davon sind 240 in Lehrlingsausbildung. Die einzelnen Mitarbeiter sind Dreh- und Angelpunkt in der heimischen Finanzwirtschaft. Es ist eine sinnstiftende Arbeit. Man ist eigentlich mit einem Kunden von der Geburt weg, hat man immer was zu tun. Also man hat eine Vollversorgung für den Kunden und wenn man das will, ist man in unserer Branche sehr, sehr gut aufgehoben. Wenn jetzt ein Kunde Hilfe braucht bei den Versicherungen, dass wir ihm dann helfen. Und wenn zum Beispiel ein Hochwasserschaden hat, wie letztens erst, dann sind wir da und helfen ihm mit einem Geld. Und ja, das finde ich schön. Julia Ehrenmüller ist ausgebildete Schadensreferentin. In ihrem Berufsalltag wickelt sie Schadensfälle jeglicher Art ab. Am besten gefällt mir, glaube ich, das, die Herausforderung, dass ich jeden Tag wirklich neu sehe und auch vor allem das, dass ich mit den Leuten reden kann, dass ich telefoniere, dass ich im Kontakt mit den Vertretern bin, mit den Werkstätten. Und natürlich muss ich sagen, ich habe sehr, sehr coole Kollegen und Kolleginnen. Mittlerweile bieten 22 Geldinstitute eine eigene Ausbildungsmöglichkeit im Rahmen der dualen Akademie für AHS-Maturanten an. Lehre ist der Beginn einer Berufsausbildung. Neben Lehrlingen gibt es Maturanten, die immer wieder zu uns kommen, Akademiker, Studienabbrecher und auch Quereinsteiger. Man kann eigentlich von jedem Beruf einsteigen, weil jedes Vorwissen einen extremen Mehrwert hat für uns. Wenn jetzt der Installateur bei uns anfängt, dann weiß der genau in einer Leitungswasserversicherung, wie schaut es in der Praxis aus. Das ist dann echt cool, wenn man dann auch mit Kollegen und Kolleginnen von verschiedenen Bereichen reden kann. Lehrberufe im Bereich Banken und Versicherungen erfreuen sich nach wie vor großem Zulauf. Im Jahr 2023 hat man ein Plus von 18% im Vergleich zum Jahr davor verzeichnet. Was wären wir ohne Dienstleister, die nonstop planen, organisieren, koordinieren, instand setzen und darüber hinaus auch noch an Nachhaltigkeit denken? Wir zeigen Ihnen jetzt, wer hier am Puls der Zeit ist. Über 80 Jahre. So lange bildet die Energie AG bereits Lehrlinge aus. Derzeit sind es knapp über 100 Jugendliche, die beim Energieversorger einen der drei technischen Berufe erlernen. Darunter auch Rudi Küpper, der die Ausbildung zum Metalltechniker absolviert. Ich bin auf den Beruf gekommen, weil mein Nachbar Lehrlingsausbildner ist in der Energie AG. Und der hat gesagt, war es nicht mal cool, wenn du das anschaust, dass du mal schnuppern kannst. Und da bin ich schnuppern gegangen und das hat mir sehr gefallen dann. Und dann habe ich mich gleich als Schlosser beworben. Weil meine zwei Geschwister sind auch Schlosser. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, dann muss der dritte auch mit. Eigentlich bilden wir seit 80 Jahren durchgängig Lehrlinge aus. Haben letztes Jahr unser 80-jähriges Jubiläum gefeiert und es sind schon 1500 Lehrlinge durch diese Schule gegangen und ca. 700 sind derzeit immer noch im Unternehmen. Egal ob Elektro-, Metall- oder IT-Technik, gestartet wird in jedem Fall in der eigenen Lehrwerkstätte. Die ist in Gmunden angesiedelt und sozusagen das Herzstück der Ausbildung. Lehrlinge bekommen dort das fachliche Basiswissen vermittelt. Wenn die Grundlagen vermittelt sind, kommen die Lehrlinge dann in ganz Oberösterreich zum Einsatz. Natürlich vorzüglich dort, wo sie auch wohnen. Das heißt, wir nehmen Lehrlinge aus dem gesamten Versorgungsgebiet der Energie AG. Man lernt sehr viel, gerade im ersten und zweiten Lehrjahr. Ist man sehr viel drinnen und lernt sehr viel Theoretisches und dann eigentlich ein Großteil draußen. Das heißt, man hat eine gute Mischung zwischen Theorie und Praxis. Uns ist auch sehr wichtig als Unternehmen, nämlich dass diese Lehrlinge untereinander alle zusammen können und eine Einheit bilden, unter anderem auch mit den anderen Berufssparten. Also das sind ein Jahrgang und die kehren für uns einfach zusammen. Also wir haben da auch soziale Komponenten sehr tief verankert, das ist uns sehr, sehr wichtig. Die Lehrwerkstätte ist mit einem Testgelände für Freileitungsbau und weiteren technischen Einrichtungen ausgestattet. Interessenten haben Mitte Oktober die Möglichkeit, sich beim Open House in Gmunden über die möglichen Lehrberufe zu informieren. Das ist 17. und 18. Oktober von 12 bis 16 Uhr. Da haben wir sozusagen das Open House. Das heißt, da ist jeder herzlich willkommen, zu uns nach Gmunden zu kommen. Da haben wir auch Sachen da, die draußen sozusagen in der reellen Arbeit auch dann notwendig sind, dass die Jugendlichen echt einen guten Einblick kriegen. Nicht nur Burschen würden die technischen Berufe ergreifen. So hätten im heurigen Jahr auch 5 Mädchen mit einer Ausbildung begonnen. Generell forciere es die Energie AG, vermehrt auch junge Frauen für die technischen Jobs anzusprechen. Insgesamt werden im kommenden Lehrjahr 36 Lehrlinge aufgenommen. Egal ob auf der Straße, auf der Schiene, am Wasser oder in der Luft.
Allein im ersten Halbjahr 2024 hat Österreich Waren im Wert von 94,1 Milliarden Euro importiert. Die Ausfuhren haben im selben Zeitraum 96,9 Milliarden Euro betragen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen heimische Spediteure. Wir importieren, wir exportieren. Österreich ist ein sehr exportlastiges Land. Alle Waren in aller Herren Länder, und das sind unsere Aufgaben, zu organisieren, zu planen und auch durchzuführen. Unsere Aufgabe ist, dass die Ware rechtzeitig und sicher an den Kunden kommt. Und wenn irgendwas nicht passen sollte, damit wir auch den Fahrer verständigen und fragen, was da genau ist, und damit wir das Problem auflösen können. Lieferketten werden zunehmend komplexer. Unterbrechungen der Warenströme sind dabei keine Seltenheit. Wenn man nur jetzt bedenkt, vor kurzem das Hochwasser, die Bahnstrecken sind gesperrt, wir müssen Alternativen suchen. Aber das in relativ ganz, ganz kurzer Zeit, weil die Waren werden ja tagtäglich und stündlich gebraucht und müssen bei den Empfängern eintreffen. Fachkräfte in dem Bereich sind heute gefragter denn je. Wir haben momentan so viele Schüler wie noch nie. Wir versuchen gerade, dass wir auch eine vierte, erste, zweite, dritte Klasse zusammenbringen. Wir reden da jetzt von Schülern zwischen 250 und 300, nur in Oberösterreich. Das ist eine gewaltig wachsende Branche. Das Wichtigste ist ein offener, kommunikativer Mensch sein, und dann ist man in der Spedition und Logistik sehr gut aufgehoben. Derzeit gibt es in unserem Bundesland 250 Speditionen und Logistikbetriebe. Eine Lehre als Speditionskauffrau oder Mann dauert 3 Jahre. 4 Jahre, wenn man sich für die Ausbildung im Bereich Speditionslogistik entscheidet. Das Arbeiten mit Holz ist gefragter denn je. Auch da hat sich bei der Ausbildung in den vergangenen Jahren einiges getan. Rustikales Handwerken war quasi gestern. Wie es heute wirklich aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ob im Tiefbau, Betonbau, Hochbau der Gleistechnik, als bautechnischer Zeichner oder als bautechnischer Assistent, eine Ausbildung in der Baubranche ist eine der bestbezahlten Lehrstellen. Auch Doppellehren sind möglich. Ich bin ein Hochbau und Betonbau, habe mich dafür entschieden, weil es mir einfach am Bau mehr taugt wie im Büro, rein in Bewegung. Und die Lehrzeit dauert 4 Jahre, habe 2 Lehrabschlussprüfungen. Ja, das ist eigentlich das beste Gefühl, wenn man dann heimfährt und dann schaust du beim Bus aus und siehst, was du dann gemacht hast beim Mauern, Betonieren. Ich lerne den Beruf bautechnische Assistenz. Warum ich diesen Beruf lerne, ist einfach, weil ich finde es interessant, wenn man sieht, was man alles erreichen kann, vor allem im Büro. Was man plant, wie viele Stunden, Wochen, Monate Arbeit man in ein Projekt einsteckt. Auch wenn es beim Kalkulieren und beim Plänezeichnen. Und wenn es dann alles fertig ist und steht, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Die beiden Lehrlinge sind begeistert von ihrem Job. Eine Arbeit, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Eine Lehre der vielen Möglichkeiten. Und was auch wichtig ist bei uns am Bau, bei uns fängt es mit der Lehre an, und nach oben hin sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Also durch unsere weiterführende Ausbildung in den Bauakademien zum Beispiel kannst du jederzeit auch Baumeister werden oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall nach oben hin gibt es bei uns keine Grenzen, und das macht es auch spannend. Ausgebildet werden die künftigen Facharbeiter unter anderem in der Bauakademie. Auch zusätzlich, wir haben eine triale Ausbildung, das heißt Lehrbetrieb, wo Sie von Tag 1 eben arbeiten im Betrieb und dann Berufsschule, 10 Wochen ist in Freistadt, und zusätzlich eine baupraktische Ausbildung in der Bauakademie im Bauwissenszentrum Oberösterreich in Lachstadt-Stereck, wo Sie eben bis zu 3 Wochen pro Lehrjahr zusätzlich ausgebildet werden, alles was das Praktische anbelangt. Also Sie werden sehr gut auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Im Hoch- und Tiefbau besteht auch die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Ja, genau, eine Baukaderlehre nennen wir das. Also wir haben diese 3 Lehrjahre mit klassischer Lehre, Hochbeton, Tiefbau. Und dann haben wir die Spezialistenausbildung, die Kaderlehre, wo es eben in jedem Bereich Vertiefungen gibt. Im 4. Lehrjahr können Sie dann die Lehrlinge vertiefen, zum Beispiel eben beim Hochbau in den Bereich Neubau oder Sanierung. Und da werden Sie eben im 4. Lehrjahr in der Berufsschule noch einmal zusätzlich ausgebildet, im Betrieb natürlich und in der Bauakademie. Bauch du dir deine Zukunft, entfalte dein Talent und nutze die vielen Aufstiegsmöglichkeiten der zukunftsfitten Baubranche. Mach auch du eine Baulehre.
Im Bauhilfsgewerbe sind absolute Jungprofis am Werk, so auch auf der Jugend und Berufe in Wels. Hier versuchen sich Schüler etwa beim Verlegen von Pflastersteinen oder anderen spannenden Tätigkeiten. Ja, vom Trockenbauer, vom Steinmetz, vom Wärmekälte, Schall- und Branddämmer, vom Brunnenbohrer, vom Pflasterer und vom Bodenleger. Ja, das sind unsere Berufe, die wir ausbilden, gehören zum Handwerk und Gewerbe. Handwerk und Gewerbe ist der größte Ausbilder in Österreich und Handwerk und Gewerbe hat definitiv Zukunft. Viele dieser Berufe tun auch Gutes für die Umwelt. Im Besonderen zum Beispiel der Wärmekälte, Schall- und Branddämmer. Mit jedem Meter, der gedämmt wird, hilft man, Energie zu sparen. Das Handwerk hat goldenen Boden. Vor allem Jobs im Bauhilfsgewerbe sind absolut krisensicher. Auch die Bauwirtschaft befindet sich in einer Krise. Aber diese Klein- und Mittelbetriebe, die Familienbetriebe, halten alle ihre Mitarbeiter. Große Kündigungswellen hat es diesbezüglich noch nie gegeben. Die Jungprofis gehen mit der Zeit, die Baubranche ist modern, jeder ist hier am richtigen Platz. Prinzipiell muss ich mal wollen. Der Wille ist schon mal die Eintrittskarte. Dann brauche ich ein handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen und Spaß an der Arbeit muss ich haben. Dann passt es. Ausgebildet werden die Jungprofis. Der Großteil in Klein- und Mittelbetriebe, in Familienbetriebe. Und das hat den Vorteil, dass das Ganze noch eine sehr, sehr persönliche Note hat und sich der Chef wirklich auch persönlich um den Lehrling kümmert. Das Bauhilfsgewerbe bietet also Berufe mit Zukunft für die Zukunft. Jugendliche können sich hier in den unterschiedlichen Jobs dieser Branche verwirklichen. Auch die Digitalisierung hält hier schon längst Einzug. Eine Lehre im Bauhilfsgewerbe ist der Start in eine erfolgreiche Zukunft. Denn gebaut wird immer und wer einen handwerklichen Beruf lernt, kann auch privat viele Projekte verwirklichen. Und ohne die Jobs im Bauhilfsgewerbe sehe Österreich wohl anders aus. Die Lehre ist uns ganz wichtig, weil das der größte Ausbildner ist für die Jugendlichen. Die Jugendlichen haben eine sinnvolle Aufgabe, kriegen eine Top-Ausbildung in den verschiedensten Betrieben und der Grundstock dafür steckt eigentlich schon in der Gewerbeordnung, die sehr, sehr alt ist, aber nach wie vor relevant dafür ist, dass es ein gebundenes Gewerbe gibt und dass es die Ausbildungsbetriebe gibt. Wenn man die Gewerbeordnung und die Berufe freimachen würde, würden wir auch heute nicht mehr so viele Lehrlinge haben. Ein schlechtes Beispiel dafür ist in der Bundesrepublik Deutschland passiert. Hier ist die Jugendarbeitslosigkeit dadurch gestiegen und viele Betriebe haben aufgehört zum Ausbilden. Werde auch du ein echter Profi am Werk und informier dich unter profisamwerk.at. Hier entpuppt sich der sogenannte Holzweg als der richtige Weg. Der Beruf des Tischlers wird immer beliebter und das Arbeiten mit dem Werkstoff Holz zu einer Besonderheit. Wir arbeiten einfach mit einem lebendigen Material, ein wunderschöner Beruf. Wir haben mit Textilien zu tun in der Raumausstattung, also das ist einfach wirklich bis zur Innenarchitektur und bis zur Fertigung, bis zur Montage beim Kunden einweg. Daher sind wir auch auf dem richtigen Holzweg. Und wir haben aktuell 225 Lehrbetriebe, die gerade aktuell Lehrlinge ausbilden. Davon haben wir 519 Lehrlinge derzeit gerade in Ausbildung. In dieser Ausbildung ist Fantasie und Kreativität genauso gefragt wie Fingergeschicklichkeit, Form- und Raumgefühl und ein technisches Verständnis. Die Lehre ist ganz, ganz vielfältig. Also es geht auch von der Planung, vom Entwurf bis zur Produktion, bis zur Montage. Also wir haben so eine Durchgängigkeit in unserer Lehre, was wunderschön ist und sehr, sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Der Weg von einem Holz bis hin zu einem fertigen Möbelstück ist das, was viele junge Menschen so begeistert. Das Schöne an dem Beruf ist die Leidenschaft, mit seinen Händen zu arbeiten und etwas Greifbares entstehen zu lassen. Ich habe mich schon von klein aus für das Handwerk interessiert und habe dann verschiedene Firmen mir angeschaut und dann, es macht mir einfach Spaß. Man erlebt jeden Tag was anderes und dann am Ende vom Tag hat man das fertige Möbel vor einem stehen und dann kriegt man positive Rückmeldungen von den Kunden und das ist einfach ein super Gefühl. Weil ich finde es halt interessant mit Holz zu arbeiten, weil mit dem kann man halt viel tun und ist halt interessant. Für mich ganz persönlich ist das Besondere, dass man einfach Leuten eine Riesenfreude macht, wenn man seine Werkstücke dann bringt, seine Küche dann liefert und die Dankbarkeit vor allem, die was man durch den Kunden erfährt, das ist für mich immer das Highlight dann, wenn man ein Produkt oder ein Projekt abgeschlossen hat. Und die Welt steht einem offen. Auch Lehre mit Matura ist beispielsweise möglich, sowie die duale Akademie.
duale Akademie heißt, dass wir auch Maturanten, die was die Matura abgeschlossen haben, eine verkürzte Lehrzeit im Bereich Tischlerei Technik, Schwerpunkt Planung oder Produktion auch sich ausbilden lassen können. Und für das gibt es auch eine eigene Schulklasse dann auch in der Berufsschule dafür. Und das zeichnet halt das ganz besonders halt auch aus. Oberösterreich ist ein Holzland und rund 1700 Tischlereibetriebe bieten krisensichere Arbeitsplätze und moderne Ausbildungsmöglichkeiten. Dem Installateur ist nichts zu schwören. Längst ist der Beruf aber kein reiner Knochenjob mehr. Es ist durch den Einsatz von digitalen Techniken, wie zum Beispiel Programmierungen, Smart Home und so, sehr modern geworden und natürlich auch im Bereich der Green Jobs ganz wichtig geworden, weil ja der Umstieg auf CO2-neutrale Heizformen nur durch die Installateure passieren kann. Pelletsheizung, Stückgutkessel oder Wärmepumpen lassen sich bequem am Smartphone über Apps steuern. Können in die Smart Home integriert werden und so hat man immer die Kombination aus herkömmlichem Heizen sozusagen und einer modernen Technik. Patrick möchte einmal den Installateurbetrieb seines Vaters in Braunau übernehmen. Der hat mich damals, als ich noch kleiner war, mit 15 Jahren oder was, 14 Jahren, hat er mich schon öfter mal auf Baustelle mitgenommen. Das hat mir irgendwie recht taugt. Und das, weil der Beruf einfach vielseitig ist. Er schätzt das selbstständige Arbeiten an seinem Beruf und verlegt am liebsten Fußbodenheizungen. Fußbodenheizung legen ist eine schöne Arbeit. Meistens ist es immer wirklich kalt auf der Baustelle irgendwas oder recht heiß und du kannst einfach vor dir hinwerken. Das taugt mir eigentlich viel. Der Frauenanteil bei den Installateuren sei noch sehr gering. Durch ein neues Spezialmodul hoffe man auf mehr Zuwachs. Als Konstrukteur oder Konstrukteurin, das sehr für die Damen interessant sein könnte. Da sitzt man zum Beispiel am Bildschirm und konstruiert und plant halt Häuser oder die Haustechnik für Häuser. Die Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker dauert 3 oder 4 Jahre. Im ersten Lehrjahr, da lernst du eigentlich mal die Grundlagen. Das mal alles ein wenig machst, eindichten von A bis Z eigentlich, wie alles ein wenig hinhaut. Im zweiten Lehrjahr kommst du ein bisschen mehr in die Materie rein, kannst Leitungen selber ziehen. Kannst bei der Unterbusinstallation viel helfen. Im dritten Jahr kommst du schon mehr in die Heizung ein, eigentlich, wie alles ein wenig funktioniert. Und im vierten Jahr wird dann eigentlich nochmal alles mehr perfektioniert, dass du über alles ein bisschen besser Bescheid weißt. Der Beruf des klassischen Installateurs hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Er wird in absehbarer Zukunft aber garantiert weiter gebraucht. In der Sanierung oder in der Reparatur oder auch in Programmierungen braucht man immer eine Hand sozusagen dazu oder einen Menschen, der das auch umsetzt. Und darum ist der sehr zukunftssicher und hat auch einen goldenen Boden, denn das Handwerk wird wahrscheinlich nie wegdigitalisiert oder wegrobotisiert werden können. Ja, Herausforderungen gibt es jeden Tag, aber die werden bewältigt. Ja, wie ich anfangs schon sagte, dem Installateur ist nichts zu schwör. Viele Schulen haben sich gezielt auf die Messe vorbereitet, unter anderem mit Workshops. Und das ist gut so, denn allein hinsichtlich Lehre hat sich in den letzten Jahren so viel getan. Wir zeigen Ihnen jetzt noch mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit aktuell über 100.000 Kunden ist Wifi die Nummer 1 der Erwachsenenbildung in Oberösterreich. Ja, derzeit haben wir sehr gute Buchungslagen in unserem Kerngeschäft. Das ist der Bereich Betriebswirtschaft und hier speziell Buchhaltung und Personalverrechnung, der Sprachbereich, Berufsreifeprüfung und ein großer Anteil bei uns im WIF ist der technische Bereich mit den Werkstätten. Natürlich sind wir auch die Nummer 1 im Bereich der Meisterausbildung. Das heißt, es gibt alle möglichen Meister- und Befähigungsprüfungen, die bei uns durchgeführt werden. Für Erwachsene sei das WIFI der richtige Ansprechpartner, aber auch für junge Menschen, die sich über ihren weiteren Ausbildungsweg noch nicht im Klaren sind. Das beginnt im Vorfeld mit einer Potenzialanalyse bei uns in der Wirtschaftskammer mit dem WIFI gemeinsam und anschließend gibt es Startertrainings, wo man schon zu Beginn der Lehre Ausbildungen machen kann und es gibt ein breites Angebot in jedem Lehrberuf während der Lehrzeit Weiterbildungen und Ausbildungen zu machen. Das ist im technischen Bereich genauso wie im kaufmännischen. Aber nicht nur für Lehrlinge gäbe es Angebote, auch für angehende AHS-Maturanten. Und zwar haben wir
zwei Modelle. Das eine Modell ist ein Capability-Modell und das Coding-Modell. Das ist eine Ausbildung, die während dem Oberstufen-AHS-Gymnasium dann stattfindet. Das läuft parallel mit der 5., 6., 7., 8. Klasse AHS mit. Und da gibt es zwei Lehrberufe, die die Schüler mitmachen können. Es ist einmal die Mechatroniklehre und auf der anderen Seite die Application Coding, also das Coding-Modell. Weiters könnten AHS-Maturanten in verkürzter Ausbildungszeit dank der dualen Akademie Lehrberufe ergreifen. Generell sei es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig, sich laufend fortzubilden, um am Puls der Zeit zu bleiben. Ein klarer Ausbildungstrend sei erkennbar. Hier ist aktuell die Nachfrage in den Bereichen Digitalisierung, IT-Security sehr groß. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz gebe es große Herausforderungen. Da muss uns auch klar sein, dass wir da die sozialen Komponenten einbauen müssen und ganz wichtig, wie geht der Mensch mit dieser Integration einer KI dann um im Unternehmen? Und das wird die Herausforderung und da wird es bei uns Angebote geben, dass man das auch vernünftig umsetzen kann. Nicht nur für Jugendliche bietet das Wirtschaftsförderungsinstitut Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, auch immer mehr Erwachsene würden sich für eine Lehre entscheiden. Und da haben wir in Oberösterreich 2000 Absolventen pro Jahr, die einen zweiten oder einen Erstlehrberuf im späteren Alter nachholen. Somit treffe in jedem Lebensalter der Spruch zu: Man lernt nie aus. Die duale Akademie der Wirtschaftskammer Oberösterreich hat sich schon längst bewährt. Eine praxisorientierte Ausbildung, die es etwa jungen Maturanten ermöglicht, mit einer verkürzten Lehre von 2 bis maximal 3 Jahren direkt ins Berufsleben einzusteigen. Seit 2018 ist die duale Akademie einfach jetzt mittlerweile als Alternative wahrgenommen für die Maturanten im Anschluss, wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr so studieren mag oder das Studium einfach nicht das Richtige für einen ist, dass sie damit den Praxisweg wählen kann. Und dieser hat schon vielen jungen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ja, es war vor allem für mich ein Thema. Am Anfang dachte ich, ja, ich will studieren, aber ich wollte lieber Geld verdienen und gleich einen Beruf machen. Und diese Möglichkeit finde ich einfach wirklich super, weil du bist verkürzt, du kannst auch schon 25, 30 sein und du verdienst gleich gut dein Geld und bist schnell fertig und es macht riesen Spaß. Apropos Geld, die duale Akademie Oberösterreich bietet ein attraktives Einstiegsgehalt. Ja, kriegt man. Und zwar, man kriegt die normale Lehrlingsentschädigung von der Firma, aber man kriegt dann auch noch Zulagen vom AMS. Und das ist schon wirklich eine große Hilfe, weil die Zielgruppe eben öder ist und eigentlich schon voll im Leben durchstarten will. Viele Ausbildungsbetriebe sind bereits mit an Bord der dualen Akademie. Eine echte Win-Win-Situation, sowohl für die Unternehmen als auch die jungen Menschen, die nach der Matura direkt ins Berufsleben einsteigen. Summa summarum ist die Ausbildung dann wirklich sehr gut, auch in diesen 2,5 Jahren. Dadurch, dass die eben schon eine schulische Ausbildung haben und einfach ein besseres Know-how schon in der Theorie, können die auch komplexere Aufgaben lösen. Ja, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Duag-Trainees, weil die einfach auch schon ein bisschen andere Reife natürlich mitbringen. Die duale Akademie sieht übrigens auch ein Auslandspraktikum vor. Mehr über das Ausbildungsangebot und vieles mehr erfährst du auf dualeakademie.at. Holz ist unsere Sprache, Holz ist unsere Welt. In Kucheln im Bundesland Salzburg werden am Holztechnikum seit Jahrzehnten Schülerinnen und Schüler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an der 4-jährigen praxisorientierten Fachschule für Holzwirtschaft und an der 5-jährigen HTL mit dem Lehrplan Wirtschaftsingenieurwesen Holztechnik ausgebildet. Unsere Lehrpläne sind Unikat-Lehrpläne, das heißt, sie sind in Österreich einzigartig. Das heißt, wir haben auch Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich und betreiben auch selbst mit unserem Schulerhalter ein Internat, das im letzten Jahr neu eröffnet wurde. Das höchste Holzschülerwohnheim Europas bietet die besten Voraussetzungen für schulischen Erfolg, denn hier fühlen sich die Schülerinnen und Schüler auch abseits des Schulalltags bestens aufgehoben. In dem dürfen wir jetzt drin wohnen und können da die ganze Woche verbringen. Wir haben eben auch einen Badesee sehr in der Nähe, da gehen wir oft hin. Dann haben wir viel Schwimmer, wir haben draußen einen Fußballplatz und einen Volleyballplatz haben wir auch. Und wir haben eben sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Wir haben auch einen Turnsaal, den dürfen wir jederzeit verwenden. Tischtennis, alles Mögliche.
Wer sich für eine der Schulen am Holztechnikum Kuchl interessiert, hat schon bald die Möglichkeit, die Ausbildungsstätten und das Internat aus nächster Nähe zu erleben. Die nächste ist der Tag der offenen Tür am 29. und 30. November. Da kann man jederzeit vorbeikommen von 9 bis 14 Uhr am Samstag. Und da kriegst du eine Schulführung und du kannst da die Klassen anschauen. Wir haben an dem Tag Unterricht ganz normal. Du kriegst einfach einen viel besseren Eindruck. Du kannst da über Nacht schnuppern kommen. Dann kannst du da das nur genau anschauen, wie es im Internat auch ausschaut, weil die meisten sind ja im Internat für uns. Wir bieten aber auch Schnuppertage an, jeden Mittwoch und Donnerstag. Wenn keiner dieser Termine passt, dann jederzeit Kontakt aufnehmen und wir werden eine individuelle Lösung finden. Also nichts wie hin zum Holztechnikum Kuchl. Hier erfahren Jugendliche eine einzigartige private Holzausbildung mit Jobgarantie. Mehr Infos dazu erhalten Sie auch unter holztechnikum.at. In sehr vielen Lehrberufen setzt man schon auf Digitalisierung, Robotik oder Programmieren, unter anderem in der Mechatronik oder in der Metall- und Elektrobranche, die hier auf der Messe stark vertreten sind. Die Ausbildung zum Mechatroniker ist für junge Menschen das Ticket in die berufliche Zukunft, eine Lehre der vielen Möglichkeiten. Das Beste aus drei Welten, aus den drei Fachgebieten Elektronik, Mechanik und Informatik. Ist einfach ein so umfangreicher Beruf, wo man vom Fahrradmechatroniker bis zum Kälteanlagentechniker so viel lernen kann. Und das geht in die Robotik, die SPS-Programmierung, in die Automatisierungstechnik. Also man kann einfach extrem vielfältige Ausbildung genießen. Es ist ein umfangreicher Job. Meine Türen werden überall geöffnet sein als Mechatroniker. Weil es gibt halt, du bist als Mechatroniker, grob gesagt, Elektriker, Mechaniker und Programmierer. Und das braucht jeder. Als Mechatroniker brauchst du geschickte Hände und ein kluges Köpfchen, um Maschinen und Abläufe zu steuern und Dinge ins Laufen zu bringen. Auf der Jugend und Beruf ist man auf den Hund gekommen. Also Mechatronik ist sicher ein Zukunftsberuf, also man kann eben einerseits die Lehre, den Lehrberuf anfangen, dann weitergehen auch in das Studium, wenn man das auch noch interessiert und wenn man sich theoretisch mehr vertiefen will, aber gerade in der Mechatronik, weil es so umfangreich ist und die Industrie, also jedes Gerät, was mittlerweile am Markt kommt, ist irgendwo Mechatronik verbaut. Also es geht nicht mehr rein Maschinenbau, es geht allein die Elektronik, nicht. Das ist immer diese Kombination aus beiden. Von der Automatisierungstechnik, Fertigungstechnik bis zur Medizingerätetechnik. Der Mechatroniker ist ein weltweit sehr gefragter Beruf. Die Ausbildung in Fahrradmechatronik ist die Antwort auf die steigende Zahl von Elektrofahrrädern. Fahrradmechatronik ist ein neuer Berufszweig, der zu den Mechatronikern gehört, weil einfach bei den neuen E-Bikes und den ganzen Fahrrädern doch schon sehr viel Technik und Elektronik auch verbaut ist. Und Mechatronik ist ein Modullehrberuf, gibt es immer die Grundausbildung, was einfach die Basis bietet, die das erste Jahr beinhaltet und dann ist im Gesamten sind es 3,5 Lehrjahre. Und dann das vierte Jahr, also das letzte halbe Jahr, kann man noch ein Spezialmodul machen. Und in diesen ersten 3,5 Jahren spezialisiert man sich dann von der Automatisierungstechnik oder im Bereich IT, Büromaschinentechnik, Elektromaschinentechniker, aber genauso in Richtung CNC-Fertigung und in die Fertigungstechnik. Also darum, das ist sehr umfangreich und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo man sich dann speziell ausbilden lassen kann. Also ich habe mich für die Lehre entschieden, weil es eigentlich ziemlich interessant ist, weil es mir einfach vorher nicht auf dem Schirm war. Und dann war ich halt schnuppern und dann habe ich mal gemerkt, die ganzen Kühlanlagen, von wo das kommt, wie man das macht und dann hat es mich ziemlich interessiert. Die Zukunft gehört dir. Starte auch du eine Mechatronikerlehre. Wer eine Lehre zum Metalltechniker absolviert, ist immer am Puls der Zeit. Ein gefragter Facharbeiter am Arbeitsmarkt, dem alle Türen offen stehen. Ja, Metalltechnik ist ein Riesenthema. Wir sind die größte Innung, Metallgewerbe, Oberösterreich, 3000 Betriebe. Ja, der Metallberuf ist ein Modullehrberuf, der 9 Hauptmodule beinhaltet. Und dann gibt es zusätzlich noch Spezialmodule, wo man sich noch einmal vertiefen kann und spezialisieren kann. Man kann auch 2 Module eventuell miteinander kombinieren. Ein absolutes Highlight auf der Jugend und Beruf ist ein Schweißsimulator.
Wir haben hier den neuesten Schweißsimulator der Firma Fronius. Dieser Simulator arbeitet mit VR-Brille. Es ist ein sehr realistisches Schweißen. Man hat das Geräusch einer Schweißmaschine. Man bekommt eine Auswertung, wie gut ist man gewesen und so weiter. Also da kann man sich testen, probieren, ohne dass man irgendwelche Verletzungsmöglichkeiten oder Gefahren birgt. Und eine tolle Sache. Metall ist ein nachhaltiger Werkstoff, da er zu 100% wieder verwertbar ist. Den Werkstoff gibt es schon seit Jahrhunderten und immer wieder gelingt es aber, neue Werkstoffe daraus zu kreieren und zu gestalten. Wir sind noch lange nicht am Ende dieses Werkstoffes angelangt und gerade in Zeiten wie diesen, wo Recycling sehr wichtig ist und wo die Nachhaltigkeit auch sehr im Vordergrund steht, ist der Werkstoff ein super Fundament. Also es werden zu 90% Werkstoffe recycelt und wiederhergestellt. Die Ausbildung im Modullehrberuf Metalltechnik umfasst die zweijährige Ausbildung im Grundmodul Metalltechnik und eine eineinhalbjährige Ausbildung in einem Hauptmodul, wie etwa Fahrzeugbautechnik, Zerspannungstechnik, Maschinenbautechnik oder ganz neu im Hauptmodul die Sicherheitstechnik. Da lernt man einfach unter anderem beim Sicherheitstechniker, wie man ein Alarmanlage aussetzt. Grundsätzlich aber fängt es ja mal beim mechanischen Grundschutz an. Und wo man einfach wirklich die Feinmechanik kennenlernt beim Tresor, wie ein Tresor überhaupt aufgebaut ist. Dann steigt man immer weiter um in die Alarmanlage, dann die Wiederüberwachung und Zutrittssystem. Weil heutzutage wird alles modern. Keiner mag mehr einen Schlüssel bei der Haustür, sondern vielleicht nicht einen Fingergach drüber streichen oder mit einer Fernbedienung die Tür aufmachen. Metalldesign, Schweißtechnik, Werkzeugbau, Schmiedetechnik und vieles mehr. Mit einer Metalltechnik-Ausbildung in der Tasche hast du alle Möglichkeiten. Hier steht man im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom oder besser noch, hier lebt man Power und Energie. Als Elektrotechniker bewegt man die Welt moderner, digitaler und innovativer denn je. Alles, was Richtung Klimatechnik geht, erneuerbare Energien, Smart Home, Smart Building, Autos, Ladestationen für Autos, Batteriespeicher im Haus und so weiter. Also ich sage immer, die Zukunft ist elektrisch und es gibt nichts, was den Klimawandel verbessern könnte, ohne dass der Elektriker die Finger im Spiel hat. Es ist das vielfältige und abwechslungsreiche Arbeiten, was den Lehrlingen an diesem Beruf gefällt. Generell hat sich der Beruf enorm weiterentwickelt. Zum Beispiel ist der Begriff Smart Home in dieser Lehre allgegenwärtig. Das heißt, ich bin auf der Baustelle tätig und ich bin jetzt aber des Öfteren auch im Büro und programmiere eben das, was ich auf der Baustelle umgesetzt habe. Sei es Lampenaufhänger, die was ich dann aufs Handy programmiere, dass ich es übers Handy steuern kann, das Ganze, die ganze Geschichte. Wir sind jetzt wirklich schon digitalisierter geworden, weil eben die Welt von heute digitalisiert ist und eben das die Zukunft ist. In dem, was wir machen, können wir Leute Sachen vereinfachen, sei es Jalousie runterfahren im Schlafzimmer, Lichtsteuerung, Garagentor aufzu, wenn man mit dem Auto zur Garage fährt, solche Geschichten gehören da dazu. Basis ist das zweijährige Grundmodul, danach wählt man ein Hauptmodul. Bei den Elektrotechnikern ist es so eine große Vielfalt, vom Veranstaltungstechniker über den Beleuchtungs- und Beschallungstechniker, über den herkömmlichen Elektrotechniker, über Smart Home, über PV-Anlagen, über Netzwerktechnik, über Alarmanlagen. Ich konnte den ganzen Tag nur die einzelnen Themen aufzählen. Es ist extrem vielfältig. Und wir sind wirklich jetzt schon auf dem neuesten Stand der Technik. Wir dann schon noch auch die Baustellen arbeiten, die was man kennt als Elektriker, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war. Elektrotechnik ist eine Branche mit Zukunft. Die Karrierechancen sind vielversprechend und durch viele Möglichkeiten der Spezialisierung und Weiterbildung bietet die Elektrotechnik eine Jobsicherheit. Wir haben das Glück, dass wir als Elektrotechniker so klein strukturiert sind, dass es quasi in jedem Ort einen Elektrotechniker gibt und die meisten von unseren Betrieben bilden Elektriker aus, weil es einfach ein klasse Beruf ist und somit haben auch die Lehrlinge keine weiten Wege, können ums Eck sozusagen eine Lehre machen. Und sie haben einen Beruf, der ja in 30 Jahren noch mindestens so interessant ist, wie er jetzt schon ist. Ein Beruf also, der gefragter denn je ist und mit dem man die Welt ein kleines Stück mitbewegen kann. Marlene, wenn wir unseren Traumberuf nicht schon längst hätten, wir würden hier fündig werden.
Definitiv. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen unser Überblick die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten nochmal verdeutlicht hat und wünschen alles Gute für die bevorstehende Berufs- und Ausbildungsentscheidung. Wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.